Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich heute mein Zeugnis bekommen. Ab Montag fängt jetzt für mich die Q4 an, also mein letztes Halbjahr. Und es wird generell halt gerade im Moment ein bisschen ernster wegen Abitur. Voll viele meinten, dass es dann entspannter wird. Ich weiß nicht. Ich finde es eher so stressiger, weil man nur noch so wenige Tage hat. Ich glaube, es sind jetzt noch ein paar und 40. Einfach bis ich meine erste Abi-Klausur schreibe, Englisch. Krass. Ich dachte, ich vlogge wieder einfach so ein bisschen mit. Voll viele wollen so Videos sehen, wo ich einfach lerne oder übers Abi rede. Kann ich im Moment echt gut machen. Ich habe im Moment halt leider auch nicht so viel Zeit, Videos zu drehen. Also außer jetzt, wenn ich vielleicht so ein bisschen mitvlogge oder so. Einfach nur, weil ich halt ein bisschen mehr fürs Abitur machen sollte. Und ich kann dann halt nicht so richtig viel Arbeit in meine Videos stecken. Und ich möchte ja auch nichts hochladen, was mir nicht gefällt. Ich versuche trotzdem mein Bestes, regelmäßig Videos hochzuladen. Aber ich denke mal, die meisten können das wahrscheinlich von euch schon verstehen. Ich habe ja dann auch Ende April alles durch. Also auch mit meinen mündlichen. Und spätestens ab da werden dann ein oder vielleicht sogar auch zweimal in der Woche ein Video kommen. Ich wünschte, ich hätte halt einfach die Zeit, jeden zweiten oder dritten Tag ein Video zu drehen. Ich hätte mega Bock drauf, auch die zu schneiden und so. Habe ich im Moment einfach nicht. Ich finde es halt gerade generell ziemlich schwer, das alles so auszugleichen. Also mit YouTube, Schule und dann auch Freunde. Ich habe das Gefühl, meine Freunde kommen halt auch mega zu kurz. Die können das natürlich auch verstehen wegen dem Abi und so. Aber es ist trotzdem dann voll schade, wenn ich die einfach weniger sehe. Tut mir dann auch voll leid, aber ist im Moment halt einfach ein bisschen stressig. Ich habe eh das Gefühl, dass ich ehrlich gesagt ein bisschen hinterher bin. Ich bin mit meinen Englisch-Lernzetteln noch nicht mit der Q1 richtig fertig. Ich hoffe, ich kriege das heute hin. Ich habe heute den ganzen Tag zu lernen. ich habe zwischendurch übrigens eine Massage. Also ich will jetzt noch 2 Stunden lernen, dann habe ich eine Massage und danach noch ein bisschen lernen. Genau, aber will ich mit Q1 fertig werden, obwohl das noch richtig viel ist. Dann in Bio bin ich auch nicht mit der Q1 fertig. Also ich habe auch ein bisschen angefangen, aber auch nicht. Und ich glaube, ich bin auf Seite 30 mit meinen Lernzetteln. Bin immer noch nicht mit der Q1 fertig. Also das ist einfach gerade bei Bio so viel Stoff. Und ich kann mich für Bio so weniger motivieren als für Englisch. Weil Englisch, da kann man halt noch so viel rein interpretieren, auch ins Geschichtliche und so. Finde ich persönlich meistens immer ein bisschen interessanter. Und für meinen anderen Leistungskurs habe ich noch nichts gemacht. Sehr schön. Das ist nämlich TV bei mir. Ich meine, die meisten wissen es wahrscheinlich jetzt von euch schon. Ich mache ganz normal mein Abitur, aber bei meiner Schule ist es mehr in so Richtung aufgeteilt. Ich weiß nicht, wie man das sagen kann. Ich bin in dieser technik-wissenschaftlichen Richtung. Da arbeiten wir halt mega viel mit Photoshop, Adobe Illustrator und so weiter. Und ich habe das Gefühl, mir fehlen halt bei ein paar so auch die Grundlagen. Das ist ein bisschen kritisch, ist aber bei vielen so. Und viele lernen halt nicht so dafür fürs Abi, aber ich habe halt Sauschiss. Also nur Angst, dass ich dort sitze beim Abi und ich kann auch immer nichts mehr. Und er fragt mich, wie ich das Programm nochmal öffne. Naja, okay, so schlimm ist es nicht, aber gerade auch Programmieren und so liegt mir ehrlich gesagt auch nicht so. Ich glaube, hoffentlich zumindest, dass es nicht allzu schwer wird. Aber dafür habe ich halt noch nichts gemacht. Das ist gerade mein Stand der Dinge. Gut. Und ich hatte halt gestern meine Kommunikationsprüfung in Englisch. Ich habe euch auf Instagram kurz Bescheid gesagt, wie die lief. Einfach nur, weil mich voll viele gefragt haben und mir voll viel Glück dafür gewünscht haben. Voll süß. Okay, ich kann ja davon auch mal kurz berichten. Und zwar ist es die englische Kommunikationsprüfung. Da wollen die einfach so schauen, wie man redet, ob man das Thema verstanden hat. Aber halt eher so, wie du mit anderen kommunizieren kannst und sowas. Halt, dass du Englisch eigentlich reden kannst und relativ gut Englisch reden kannst. Ich weiß nicht, ob das in jedem Bundesland ist oder nur in Hessen. Keine Ahnung, könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob ihr die auch hattet, wenn ihr nicht aus Hessen kommt. Dafür habe ich halt ehrlich gesagt fast nichts gelernt. Aber es war eigentlich richtig in Ordnung. Also ich habe das mit einer Freundin gemacht. Wir haben beide 12 Punkte bekommen. Also ich bin mega zufrieden. Also ich habe nur leider, also ich, das Einzige, was mich ein bisschen stört, ich weiß halt, es hätte besser sein können. Einfach nur, weil ich am Anfang so mega nervös war. Also ich habe das Gefühl, ich mache mir halt selber alles kaputt. Ich glaube halt, in den mündlichen wird es bei mir auch kritisch. Einfach nur, weil ich so nervös bin. Man denkt es vielleicht von mir nicht, weil ich generell eigentlich jetzt nicht so das Problem habe, irgendwie zu reden, auch nicht auf Englisch. Aber in so einer Prüfungssituation, ich bin so nervös. Ich habe am Anfang halt wirklich gestottert. Hab mich wiederholt und der Anfang war nicht so gut, aber ich bin dann halt auch ruhiger geworden. Wir hatten am Ende so ein Fazit von unserem Lehrer bekommen, der meint auch so, Hanna, ich habe dich noch nie so nervös erlebt. Das ist halt echt so mega das Problem bei mir. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand von euch nachvollziehen kann. Voll viele gehen da so richtig cool hin. Ich wünschte, ich wäre so cool. Oh mein Gott, ich rede mir immer so ein, dass es mir gar nichts ausmacht. So,
dass ich gar nicht nervös bin und am Ende zitter ich so und stotter da vor mich her. Aber es war anscheinend halt trotzdem nicht so schlecht, was ich gesagt hatte. Und der Dialog zwischen meiner Freundin und mir war eigentlich auch echt richtig gut anscheinend. Und ich hatte auch ein Gefühl, dass der halt echt gut war. Deswegen freue ich mich natürlich über die 12 Punkte. Ja, mich ärgert nur der Anfang. Aber egal. Nur mal so als Fazit zu generell zu der Kommunikationsprüfung. Macht euch da keinen Stress. Also meistens kriegt man ja ein Thema. Und ich habe mir das so einen Abend davor mal ein bisschen angeschaut gehabt. Aber im Endeffekt war auch alles, was ich mir angeschaut habe, kam nicht dran. Man hat halt eigentlich wirklich improvisiert. Okay, jetzt habe ich so lange geredet. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal runter. Ich lerne jetzt wirklich mal. Ich denke mal, der ganze Vlog geht wahrscheinlich so ein bisschen rund ums Abitur. Also falls euch das interessiert, bleibt gern dran. Hoffentlich motiviere ich euch. Ich versuche mich gerade selber zu motivieren, indem ich das filme. Da musst du nämlich lernen. Der faulenzt den ganzen Tag, gell? Ich denke mal, das habt ihr jetzt schon öfters gesehen, aber hier lerne ich immer. Und ich decke mich auch immer dabei zu. Ich finde es irgendwie bequemer. Hier habe ich mir schon mal alle Bücher fürs Englisch-Abi rausgelegt. Also Othello hatte ich anscheinend mal näher bearbeitet. Also ich lese die nicht alle komplett nochmal oder so, aber ich lese mir Zusammenfassungen durch und werde da ein paar Sachen im Buch markieren. Dann My Son the Fanatic. Das kommt nicht explizit im Abitur dran, aber man kann halt öfters darauf zurückgreifen. Mother to Mother und was ich gerade mache, das hatte ich halt auch dabei. Heute. Da habe ich schon angefangen und zwar How to Kill a Mockingbird. Ich habe halt dazu mal die Lektürenschlüsse, weil das mega, mega hilfreich ist. Also das kann ich nur empfehlen. Ich habe auch so viele Lektürenschlüsse zu allen möglichen Büchern. Ich finde es halt am besten, mit denen zu lernen und da stehen halt wirklich gute Sachen drin. Also nur als Tipp. Ich habe jetzt halt nur noch 48 Tage bis zu meiner ersten schriftlichen Prüfung. So krass. Hilfe! Ich fange jetzt erstmal an mit der Zusammenfassung. Also ich habe heute im Unterricht ein bisschen mitgeschrieben in Englisch, weil ich dachte, es könnte abiturrelevant sein. Geht halt so ein bisschen über den Puritan Dream und so was, ist auch egal. Denke ich, werde einfach mir die wichtigsten Sachen von aufschreiben, nochmal ordentlich. Ich zeige euch jetzt mal was. Und zwar habe ich angefangen, hier meine ganzen Abi-Sachen zu sammeln, nur für Englisch. Ist schon ziemlich gefüllt, wie man sehen kann. Ich habe mir halt hier erstmal das Kerncurriculum ausgedruckt. Also alles, was drankommt, dass ich halt auch nichts vergessen zu lernen. Und habe mir hier so einen Plan geschrieben. Ich hatte es ganz am Anfang mit Daten, bis wann ich welches Thema fertig haben möchte. Hat nicht hingehauen, sonst wäre ich jetzt mit allen Lernzetteln fertig. Aber es war viel zu viel, was ich mir da immer vorgenommen hatte. Also ist auch egal. Ich habe mir halt jetzt noch aufgeschrieben, was mir fehlt und was ich noch machen muss. Ist ein bisschen was. Dann ist hier halt noch mega viel von einer Freundin von mir, von der Carla. Die hat auch Englisch Abitur geschrieben und das ist alles allein von ihr. Ich halte mich da halt öfters dran oder schreibe irgendwelche Sachen raus davon. Und das ist alles schon das, was ich fürs Abitur gemacht habe. Dabei sind halt auch schon Lernzettel, die ich mal für eine Klausur gemacht habe, also für meine Vorabi-Klausur zum Beispiel. Und halt auch so ein paar Sachen aus dem Unterricht, die ich wichtig fand. Immigration in the US, sehr interessantes Thema. Ja, einfach so ein paar Sachen. Und ich bin immer noch nicht mit der Q1 fertig. Ja, ich lerne halt meistens auch schon so ein bisschen beim Aufschreiben. Ich muss halt dann auch richtig auswendig lernen. Und für Bio habe ich halt ein bisschen angefangen, auf meinem Laptop zu schreiben. Da bin ich ehrlich gesagt jetzt nicht so weit. Ab und zu sind so Themen so schwer und irgendwie gefühlt hatten wir manche Themen gar nicht. Die muss ich mir alle so selber beibringen, dann dauert das halt so ewig. Mein Plan ist halt erstmal für Englisch und Bio zu lernen und zwischendurch ein bisschen für TV bei mir. Und ich bin halt gleichzeitig eigentlich immer an meinem Laptop und schaue mir andere Lernzettel auch noch an. Also die von der Carla, die habe ich hier. Und dann noch welche von Abi Unity oder so. Oder ich google was, wenn ich was nicht verstehe. Even if the sky is falling down. Weil ich bei Englisch nicht ganz Zeit nicht vorangekommen bin, aber das war nur, weil du denkst so, oh, es ist mein Abitur, alles am Anfang viel zu detailliert machen wollen. Oh, das bin so ich. Ich denke halt wirklich genau, das ist halt auch mein Problem, einfach nur, dass ich gefühlt gar nicht vorankomme und irgendwie alles viel zu genau mache, weil man sich so denkt, dass halt wichtig ist, weil es dein Abitur ist, so. Sie gerade dezent fertig aus. Danke dafür. Ich mache mir jetzt einfach einen Tee und nutze den Abend mal und lerne wirklich mal. Oh mein Gott! Ach. Och Mann, bin ich doof. Okay, mein zweiter Versuch. Thank you.
wenigstens gut. Mit einem Stichpunkt bin ich jetzt zumindest fertig. Ich finde es so geil, die Stichpunkte wenigstens abzuhaken. Hey Leute, heute ist der nächste Tag, es ist gerade 9 Uhr oder so und ich habe 2 Pakete bekommen. Ich dachte, ich mache die mal mit euch auf. Ich habe mir die selber bestellt, ich habe die jetzt nicht bekommen. Leider. Ich habe was bei The Girl Who bestellt. Ich habe das bei voll vielen Influencern gesehen, deswegen habe ich mich irgendwie so ein bisschen anfixen lassen. Online sah das so schön aus. Ich dachte für den Sommer, weil das hinten so komplett offen ist. Also die Farbe ist halt schon so krass. Das andere Top sah auch so süß aus. Oh, das sieht auch richtig süß aus. Schaut euch mal die Ärmel an. Ach nein. Ich liebe halt so besondere Tops irgendwie. Ich finde, das sieht richtig, richtig schön aus. Das Paket ist von Gymshark. Ich habe das schon mal bestellt während Black Friday. Da gab es halt die Sachen nicht mehr und ich fand die Sachen so schön, dass ich es halt jetzt einfach so bestellt habe. So Jogginghose. Boah, ich glaube, die ist so richtig lässig. Mega cool. Ich dachte halt, weil ich im Moment eigentlich gefühlt nur Leggings anziehe, dass ich mir mal eine Bescheid holen kann. Ich fand die halt so schön, weil die so richtig high-waisted ist. Und da steht so Gymshark hinten drauf. Aber die sieht gerade so klein aus, oder? Wegen der Hose habe ich eigentlich bestellt. Die darf mich jetzt nicht enttäuschen. Ich finde die Farbe nämlich so schön. Und die war die ganze Zeit ausverkauft. Das Ding ist, ich mache halt nicht mal wirklich regelmäßig Sport so. Aber ich trage halt so oft Leggings oder Jogginghosen. Ich habe halt auch echt ein Problem mit Leggings, ne? Ich habe so viele. Ich fand die halt so schön, dass ich jetzt einfach nochmal welche bestellt habe. Ich habe jetzt gefühlt jede Leggings in jeder Farbe. Okay, ich würde sagen, ich probiere das alles mal an. Okay, das ist halt ein bisschen krass gecroppt, ne? Oh, die Ärmel sind so schön irgendwie. Schon süß, oder? Ich probiere mal das Rosa an. Das ist vielleicht ein bisschen extra. Ich hab's mir irgendwie anders vorgestellt. Das werde ich, denke ich, zurückschicken. Ja, auch der Schnitt ist so weird. Von hinten ist es eigentlich voll süß. Gerade wenn da nicht die Bände da wären. Okay, weiter geht's mit der Jogginghose. Ich glaube, die finde ich richtig cool. Da freue ich mich mega, die jetzt mal anzuprobieren. Man merkt halt irgendwie auch, dass es so eine qualitativ hochwertige Jogginghose ist, weil die halt irgendwie so dicker ist. Aber ich finde die richtig geil sonst. Die werde ich jetzt nur noch anziehen beim Lernen. Aber ich probiere jetzt die nochmal an. Ist ungefähr in so einer ähnlichen Farbe. Bloß halt ist Leggings. Die Farbe ist so geil. Und die passt auch perfekt. Ich glaube, die wird halt ungefähr genauso sitzen wie die. Also dann ist es ziemlich perfekt. Und die ist auch mega, mega schön. Ach, das freut mich richtig. Also ist jetzt nicht gesponsert oder so, aber Gymshark hat halt echt mega schöne Sachen. Okay, ich würde sagen, ich ziehe mich da nochmal um und lerne dann. Das hat mich gerade ein bisschen motiviert. Vor allem die Jogginghose. Ich ziehe jetzt gleich die Jogginghose an. Hier meine neue Jogginghose. Die süßesten Socken überhaupt an. Ja, so passt jetzt nicht zu dem Outfit, aber ich finde die trotzdem süß. Weiter geht's. Ich werde jetzt noch ein bisschen Englisch lernen. Ich bin gestern mit der Q1 fertig geworden. Ich habe übrigens eine Brille. Wusste das irgendjemand? Ich weiß nicht, ob ich die schon mal gezeigt habe. Und ich finde, die sieht irgendwie hässlich an mir aus. Okay, machen wir weiter mit Great Britain. Ich gehe jetzt so in die Stadt. Sehe ein bisschen gammelig aus, ganz dezent. Ich wollte die Jogginghose jetzt nicht ausziehen, weil die so bequem ist. Ich habe jetzt einfach einen Pulli an und so eine fette Jacke da drüber. Es regnet halt auch draußen. Das heißt, ich werde so rumlaufen. Ich bin wieder zurück. Ich habe nur das hier geholt. Das sind halt so Trennscheiben für den Ordner, damit ich das jetzt alles mal ein bisschen sortieren kann. Und dafür bin ich jetzt in die Stadt gelaufen, aber egal. So, das perfekte Lernwetter. Ich
lerne immer noch ein bisschen und versuche den Tag so gut wie möglich zumindest produktiv zu nutzen. Mal schauen, ob ich den Finn später sehe. Ich denke mal, ich werde halt eh nicht noch abends lernen. Ich kann mich jetzt schon kaum mehr motivieren, muss ich ehrlich sagen. Aber ich versuche halt jetzt noch so produktiv zu sein wie möglich, damit ich vielleicht später was mit dem Finn machen kann. Es ist jetzt 19:10 Uhr, also ich höre jetzt mal auf zu lernen, fahre jetzt zum Finn.